So, herzlich willkommen, liebe User, liebe Zuschauer, zum zweiten Teil unseres Stückes aus Sebastia. Letzte Woche habe ich ja schon gesagt, dass es noch einen zweiten Teil gibt. Es gibt da in dieser uralten Stadt noch einiges zu entdecken. Haben Sie viel Spaß jetzt. Tja, und dann liegen solche Brocken einfach hier in Sebastia so rum und sind steinerne und stumme Zeugen einer unglaublichen Kultur hier und eines Kulturreichtums, der jetzt hier oben, wo wir dann nach ganz oben laufen von Sebastia, da sehen wir nochmal ganz andere Dinge, die noch wirklich sehr, sehr beeindruckend sind. Kommen Sie mit. Wir haben jetzt das Amphitheater und diese hellenistische Verteidigungsmauer hinter uns gelassen, ganz da unten. Und jetzt möchte ich Ihnen das hier zeigen. Das sind die Überreste eines Tempels zu Ehren des Kaisers Augustus. Da gehen wir jetzt mal hin, denn da können wir dann anhand eines Beispiels erahnen, wie das hier aussah, was für eine Dimension dieser Tempel hatte. So. Nämlich, wenn wir uns hier diese Fundamente alter Säulen anschauen. Und wenn Sie hier meine Hand sehen, dann können Sie ein bisschen die Dimension hier verstehen, wie diese Säulen, wie groß diese Säulen waren, wie die hier hinaufragten. Auch hier links von dir, Peter, auch so eine Säule. Und das alles ist der einstige Tempel, den Herodes zu Ehren des römischen Kaisers gebaut hat. Und das auch Sebastia seinen Namen gegeben hat. Denn Sebastia, und liebe Altphilologen, bitte schlagt mich jetzt nicht tot, wenn ich das nicht ganz exakt erkläre. Sebastia ist eine Namensform für Augustus. Und insofern erinnert der Name Sebastia an den Kaiser Augustus und die Zeit der römischen Besatzung hier. Tatsächlich ist aber dieser Ort in der Antike davor noch in biblischen Zeiten nicht Sebastia gewesen, sondern Samaria. Diese Stadt hier hieß Samaria, so wie eben die ganze Region. Und auf Hebräisch heißt Samaria Shomron. Und dieser Name wurde dieser Stadt gegeben von König Omri. Und da zeigen wir Ihnen jetzt mal so ein paar Ausgrabungen, die mit König Omri zu tun haben. So, und ich hoffe, dass Sie bibelfest sind einigermaßen, denn jetzt geht's auf biblische Dinge hinaus. Das Königreich Israel bildete sich, so wie das Königreich Juda, als die 12 Stämme sich dann irgendwie so auseinanderdividierten, als das Reich auseinanderbrach. Und König Omri hat hier das Zentrum seines Königreichs Israel hier hingebaut. Also eben die Stadt, die er Samaria nannte. Er hat diese Hügel hier für 2 Silbertalente abgekauft, den damaligen Besitzern, und hier seine Stadt errichtet. Und König Omri ist der Vater von Ahab, der auch in der Bibel erwähnt wird, der den Baalkult, also Götzendienst, betrieben hat und mit der phönizischen Prinzessin Jezebel verheiratet war. Das hier, was Sie jetzt hier sehen auf der Linken, sollen die Überreste seines Palastes gewesen sein. Hier auf der anderen Seite noch einmal sehen Sie noch mal die Überreste dieses Augustustempels. Also wir sind hier etliche Jahrhunderte auseinander. Da drüben noch mal diese Säulen, diese Fundamente der Säulen. Und die Stadt Samaria, also der Beginn des Königreichs Israel hier mit diesem Zentrum, war etwa so 876 vor Christus. Dann kamen später die Perser, eroberten das, zerstörten das und irgendwann mal kam Augustus. Also eigentlich sind hier fast alle durchgewandert, denn das ist ja auch eine ganz wichtige Station auf dem Weg hier durch das Heilige Land, nicht sehr weit weg von Nablus, also eigentlich auch so eine Strecke, wo man immer durch das Heilige Land, durch Palästina so hindurch marschiert ist. So, hier also eben die Reste des Königreiches Israel. Das ist aber immer noch nicht alles, denn jetzt zeigen wir Ihnen noch ein kleines Gefängnis und dieses Gefängnis ist hier links um die Ecke und da wollen wir jetzt hin. Da, Peter, links um die Ecke. Genau. Und da gehen wir jetzt rum. Okay.
Und neben dieser wunderbaren Landschaft möchte ich Ihnen jetzt diese Ruinen zeigen, hier links. Das sind die Ruinen einer alten Kirche. Aber bevor wir da jetzt reingehen, Peter, zeig doch noch einfach mal diese wunderbare Landschaft hier, über all diese herrlichen Olivenbäume und diese wunderbaren Hügel von Samaria. Man muss schon zugeben, man wird hier richtig besoffen vor Glück, wie wunderschön das ist. Aber jetzt gehen wir mal rein, denn in dieser Kirche gibt es einen ganz, ganz besonderen Ort. Oder eine besondere Stelle, muss man genauer sagen. So, Peter, vielleicht zeigen wir erst einmal noch hier diesen Eingang, weil es einfach ein wunderschönes Bild ist, hier mit diesem Bogen und dann noch einmal die Landschaft. Also die wussten schon, wo und wie sie bauen, um einfach immer wieder auch diese Architektur in diese Landschaft hineinzustellen, damit man diese herrlichen Blicke hat. Und hier den Eingang. Und wenn man hier herumläuft, auch für uns Journalisten, die wir ja hier einen, sag ich mal, einen ganz nüchternen Job machen, es ist wirklich so biblisch hier, die ganze Atmosphäre, auch überall mit dem Licht, mit diesen alten Steinen, mit dieser Landschaft, das ist schon sehr phänomenal. So, jetzt aber genug geschwelgt. Sie sehen hier eigentlich die Kirche, wie wunderbar sie erhalten ist. Apsis, alles sehr deutlich erkennbar. Das aber hier ist der eigentlich wichtige Platz dieser Kirche, nämlich dieses Verlies hier unten. Hier unten soll Johannes der Täufer geköpft worden sein. So, das ist also der Ort eben, wo Johannes der Täufer geköpft worden sein soll, wo sein Ende war. Er war vorher im Gefängnis, hier in Sebastia heißt es, und dieses Gefängnis befindet sich heute im Zentrum dessen, was das heutige Sebastia ausmacht. Und da möchte ich Sie jetzt auch wieder hinbringen, damit Sie sich das noch kurz anschauen. Und dann habe ich noch für Sie eine ganz besondere Überraschung im Sebastia von heute. So, und jetzt sind wir im heutigen Sebastia. Und hier ist eine wunderschöne alte Moschee. Wobei diese Moschee gar nicht so alt ist, sondern nur dieses Gebäude. Denn dieses Gebäude war früher mal eine byzantinische Kirche. Und warum ist hier eine byzantinische Kirche gewesen? Weil hier es auch ein Gefängnis gab. Und in diesem Gefängnis soll eben Johannes der Täufer gefangen gehalten worden sein, ehe man ihn dann geköpft hat. So, und jetzt gehen wir aber und zeigen Ihnen was, nämlich den Stadtpark von Sebastia. So, und jetzt stehen wir hier am Eingang des Stadtparks von Sebastia. Da steht ja auch ganz groß, Welcome to Sebastia Municipality Park. Da gehen wir jetzt rein und da stelle ich Ihnen einen echten Deutschen vor, einen echten Schwaben, einen Schwaben mit einem deutschen Pass. Kifalak. Und dieser Herr ist unser Schwabe und heißt Muhammer. Das ist ja noch nicht gerade ein sehr schwäbischer Name. Wie lange haben Sie, Sie waren in Stuttgart, ja, ja. Wie lange haben Sie dort gelebt? Was haben Sie dort gemacht? Ich bin 40 Jahre dort gewesen und ich habe in verschiedenen Betrieben dann gearbeitet. Jetzt bin ich Rentner. Und wenn Sie sagen verschiedene Betriebe, bei Stuttgart denkt man natürlich sofort an Mercedes und Porsche. Nein. Ich habe in einem Rechenzentrum das letzte gearbeitet. In RWG heißt es. Erzählen Sie, wie kamen Sie überhaupt nach Deutschland? Kam das durch Zufall? Hat man Sie angeworben? Wie kamen Sie von hier? Sie stammen ja aus Sebastia. Ja. Ich kam durch den Zufall. Durch den Zufall kam ich nach Deutschland. Und wie haben Sie sich in all den Jahren dort gefühlt? Oh, sehr gut. Ich habe Glück gehabt, weil ich eine schwäbische Familie kennengelernt habe und dort auch noch Wohnung, kleine Wohnung habe. Das ist sehr gut. Ich habe so ein Glück, das kann ich gar nicht beschreiben. Ein netter Hausherr dann gefunden. Das heißt, Sie fahren auch regelmäßig nach Stuttgart? Ja. Alle zwei Jahre, ein Jahr, so unterschiedlich.
Und dann sind Sie hier, jetzt sind Sebastian als Rentner, kriegen eine deutsche Rente. Wie geht es Ihnen hier damit? Ja, es geht mir gut. Ja, ja. Wenn ich mit dem Rente dort leben werde, dann ist das schon ein bisschen schwierig. Aber hier kann man sagen, ist es gut. Sind Sie verheiratet? Haben Sie Frauen, Kinder? Ja, 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 ja. Und die Kinder sind in Deutschland geboren? Nein, alle sind hier geboren und alle sind hier zur Schule gegangen auch noch. Aber die haben dann auch dort gelebt? Die waren nur kurz mal Zeit da, aber die können gar kein Deutsch, nein. Also mit anderen Worten, Sie waren hier allein in Stuttgart? Ja. Und haben die Familie immer hier gehabt? Ja, 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 ja. Ich kam zweimal oder dreimal hierher. So, und was wir jetzt gerade hier hören, ist natürlich das obligatorische Handy, weil hier in Nahost hat jeder 1, 2, 3, 4 oder 5 Handys. Ich selber habe 3. Und das klingelt natürlich immer mittendrin im Interview. Wenn das jetzt irgendwie kein Blog wäre, hätten wir ein echtes Problem, müssten nochmal ansetzen. So, aber macht das einfach aus. Ja, wunderbar. So, und schon geht's weiter. Da will ich eben nochmal nachfragen. So, geht schon, ne? Macht nichts. So, ja. Also nochmal die Nachfrage. Sie waren die 40 Jahre alleine in Stuttgart und hatten Ihre Familie, die Frau und die Kinder immer hier. Wie hält man das aus? Ja, das war schwierig. Aber es ist doch so, zum Beispiel, ich kam zweimal im Jahr hierher. Und die Frau, die kam auch dann nach Deutschland. Die kann auch sehr gut Deutsch, die hat dort auch eine Weile gelebt. Und okay. Es ist schwierig. Wenn ich jetzt Vorwahl habe, dann würde ich das nicht das Gleiche machen. Nee. So, und jetzt sind Sie hier. Wir haben jetzt hier ganz viele neugierige Leute, die uns zugucken, kein Wort verstehen. Ich kann nicht verstehen. Das ist natürlich eine Überraschung. So, und jetzt bin ich natürlich prompt reingefallen. Kifalak, ich bin der Richard, hallo. Das heißt, Sie haben auch in Deutschland gearbeitet. Ja. Wo? In Göttingen. Und was haben Sie in Göttingen gemacht? Als Kellner gearbeitet im Hotel. Wie lange? 2 Jahre in Göttingen und in Kassel auch gearbeitet, Frankfurt am Main. In Stuttgart war ich auch. Und seit wann sind Sie hier zurück? 64. Seit 1964 sind Sie wieder hier? Zurück, ja. Das heißt, wie lange waren Sie in Deutschland? 5 Jahre, 4,5 Jahre kann man sagen. Und Sie sprechen immer noch so gut Deutsch? Ja, ja. Wow. Ich spreche 5 Sprachen. Ich spreche Englisch, Hebräisch, ein bisschen Französisch. Das ist beeindruckend. Und das ist Ihr Café hier? Nein, nicht mein Café. Nein. So, Sie sehen, also wir sind eigentlich umgeben von Deutschen. Das ist überhaupt gar kein palästinensisches Dorf. Das ist alles Quatsch. Hier sind lauter Deutsche. Das ist alles Unsinn. Ich darf jetzt überhaupt nichts Falsches mehr sagen, weil die verstehen bestimmt auch alle noch Deutsch. So, dann möchte ich mich für heute diesmal wieder verabschieden. Das war unser kleiner Rundgang durch Sebastia mit einer wunderbaren Überraschung noch für mich. Und ich hoffe, Sie hatten Spaß. Einen kurzen Marsch durch die Jahrtausende hier in Sebastia. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und wir alle werden nämlich jetzt noch Kaffee trinken. Tschüss.